herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Luca. Viele von euch wissen, dass ich ja bei diesem Modelcasting im EC Center in Karlsruhe dabei bin. Heute ist der große Tag, heute ist Samstag, heute ist das öffentliche Casting. Ich muss mir jetzt aber noch meine Haare schneiden gehen. Und zwar beim besten Friseur. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Martin. Er schneidet mir jetzt noch die Haare gleich und danach gehe ich hin, melde mich an und dann bin ich gespannt, wann ich dran bin und wie alles klappt. Ich habe auch ein spezielles Anliegen, warum ich da überhaupt laufe und was ich damit erreichen möchte. Es geht nicht nur darum, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne in dieser Modebranche ist und auch gern vor der Kamera stehe und so weiter, sondern es geht noch um viel mehr und das werdet ihr später vielleicht auch sehen, je nachdem wie es klappt. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen oder vielleicht sogar noch extra ein separates Video dazu machen, dass ihr auch versteht, warum ich das gemacht habe und was mein Ziel damit war. Genau. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt los in die Stadt und dann sehen wir uns gleich beim Friseur wieder. So Leute, ich bin gleich beim Friseur. Dann werden die Haare fresh gemacht und dann sehen wir uns gleich wieder. Drama Battalion. Love night slips away, in other words. I should say there are no words. You should say there are no words. Like don't you know man, don't you know it's wrong. Like don't you know it's all wrong. So Leute, ich habe mich jetzt noch nicht angemeldet, ich melde mich erst in einer Stunde an, weil irgendwie voll viele laufen. Aber viele haben irgendwie noch nicht so die Erfahrung gehabt, so von dem was ich jetzt gesehen habe. Deswegen bin ich gespannt, ob es bei mir reicht. Ja, ihr habt vorhin schon das Armband gesehen, was ich an der Hand habe, beziehungsweise am Oberarm. Und zwar werde ich dazu später noch was sagen, wenn alles rum ist. Oder ihr werdet es dann hören, wenn ich laufe, warum ich dieses Armband anhab. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Ich gehe jetzt irgendwie noch was trinken oder so mit meinem Vater. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ciao. Nicht lange Zeit, um euch zu beweisen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir beginnen jetzt mit dem nächsten Kandidaten. Die Nummer 52. Und das ist Luca. Luca, herzlich willkommen. Luca war schon mal da, habe ich mir sagen lassen. Luca, moin. Warum hast du eine Blindenbehinderung? Und zwar, ich habe eine unheilbare Augenkrankheit, die zur Blindheit führen kann. Und mein Ziel ist es, hiermit auch Menschen zeigen zu können, alle, die ein Handicap haben, dass man sich von der Gesellschaft nicht abbringen kann, bei so Sachen mit teilzunehmen. Also ernsthaft, das verdient einen Applaus, oder? Luca, den Titel für die Nummer 52, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Was du hier machst, auch dass du das erkennen willst. Gibt es Talente, die du außerdem noch hast? Talente ist eigentlich so, ich will vielen Menschen Mut machen und das zeige ich oft auch in Videos. Ich habe einen YouTube-Channel mit knapp 10.000 Abonnenten und da zeige ich auch, wie man mit einer Krankheit leben muss und wie man einfach beim Start bleiben muss. Sehr gut. Ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Also ist ja eigentlich auch mal Lob wert, oder liebe Jury, dass wir das machen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, die nächste...
So Leute, ich bin jetzt gelaufen. Jetzt muss ich noch warten, ein, zwei Stunden oder so, bis die Entscheidung ist. Und danach wird es die Entscheidung, ob ich weiterkomme oder nicht. Ich gebe euch dann Bescheid und lasse es filmen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wir haben noch gegessen und so. So ein bisschen chillen und warten. Und dann hören wir uns gleich. So, die letzten beiden Kandidaten. Die letzten beiden Kandidaten heißen Nils. So Leute, ich bin jetzt wieder daheim. Ihr habt gesehen, ich wurde nicht aufgerufen. Das heißt, ich habe es leider nicht geschafft, unter die besten 15 zu kommen. Warum, würde ich auch gerne wissen. Ich meine, es waren echt ein paar dabei von den 15, die einfach nicht so gut laufen konnten, die einfach nichts für mich hatten so und auch für viele andere irgendwie nicht. Deswegen keine Ahnung, was der Grund war. Jetzt zu dem Eigentlichen, und zwar warum ich diese Binde angehabt habe. Ihr habt es vielleicht schon auch beim Laufen gesehen, was ich gesagt habe. Und zwar wollte ich damit einfach zeigen, dass auch Menschen mit Handicap sich nicht ausschließen sollten. Jeder Mensch ist gleich. Wir sind einfach alle gleich. Und das sollte man einfach der Welt vermitteln, dass man sich nicht mit so einer Krankheit oder mit einem Handicap sich von allem anderen ausschließt und sich ausgegrenzt fühlt und so weiter. Von dem her, das war so mein Ziel. Vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen erreichen können bei manchen, die dort waren. Vielleicht kann ich es auch mit diesem Video vermitteln. Und ja, ist natürlich eine Enttäuschung so für mich, weil ich mehr von meinem Ding her sicher war und ich finde auch, dass ich eigentlich ganz gut gelaufen bin im Vergleich zu ganz vielen anderen, die dort waren, die zum Beispiel auch weitergekommen sind. Von dem her, klar, ist ein bisschen ein Rückschlag so, aber ich gebe nicht auf, ich mache mein Ding weiter. Und das Wichtigste ist, ich habe mein YouTube, das ist mein Ding, ich kann machen, was ich möchte und ich habe euch als Zuschauer, die hinter mir stehen. Und was will man mehr? Wenn man sowas hat, braucht man nicht unbedingt bei einem Casting gewinnen, denn sowas zählt für mich viel mehr, wie in engem Casting zu gewinnen oder engen Vertrag zu bekommen, bei dem man dann einfach nicht viel macht. So. Ich dachte einfach, ich setze das in die Welt raus, ich ziehe einfach dieses Band an, zeige einfach, okay, ich habe die Einschränkungen, ihr könnt sehen, ich sage es euch und setze das somit in die Welt raus und wollte einfach trotzdem das Gleiche machen wie alle anderen. Hat vielleicht nicht ganz funktioniert, ich weiß nicht, was die Gründe waren, warum sie mich nicht genommen haben. Kann jetzt an vielen liegen, vielleicht weil ich schon mal da war, vielleicht weil ich dieses Band an hatte, vielleicht hat doch irgendwas nicht gepasst. Man weiß es nicht, ich weiß nicht, dass vielleicht noch nicht rausfinden. Aber dass ihr auch Bescheid wisst, ich bin dann auch nächsten Samstag nicht im ECE-Center und lauf dort. Also für alle die, die da kommen wollten oder sich das vorgenommen haben, könnt gerne was anderes an diesem Tag machen. Ja, das war es soweit von dem Video. Ich hoffe, ich konnte trotzdem eine Message vermitteln an euch da draußen und ihr konntet sehen, ich bin zu meiner Sache gestanden und habe es durchgezogen und vom Applaus, der da kam, denke ich, ist auch ziemlich gut bei den Leuten angekommen. Hat zwar nicht gereicht, aber wie gesagt, man muss weitermachen. Das Leben ist einfach zu kurz, um irgendwelchen Sachen hinterher zu trauern oder so. Deswegen einfach weitermachen und dann klappt es auch irgendwann. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und wie gesagt, hoffentlich konnte ich damit auch eine Message nach draußen vermitteln. Wäre mir eigentlich ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Luca. Folgt mir gerne noch auf Instagram und Snapchat, damit ihr eben Bescheid wisst. Und ich bin froh, einfach euch als Zuschauer zu haben, die mich immer wieder aufs Neue unterstützen, immer wieder neue positive Kommentare reinschreiben und mir die Kraft geben, einfach weiterzumachen und niemals an seinen Träumen aufzugeben. Und ja, deswegen danke an euch da draußen und haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Luca und ciao.